Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir vor kurzer Zeit ein Video gedreht haben, wo mich eine Frau gebeten hat, einen sehr, sehr aggressiven Wels zu fangen, der direkt vor ihrer Haustür sein Unwesen treibt und der sie beim Baden sogar schon das ein oder andere Mal angestupst hat. Einige haben runtergeschrieben, schade, dass du den Wels nicht gefangen hast, schade, dass du es nicht probiert hast. Und ich habe mir das so durch den Kopf gehen lassen und dachte mir so, ja, eigentlich wirklich schade. Das größte Problem war, dass ich nicht so viel Ahnung vom Welsangeln habe. Deswegen habe ich mir einen internationalen Wels-Profi ans Land geholt. Guten Morgen! Daniel Weyers ist am Start, Leute. Aus Holland? Ja. Du bist hergekommen. Ich kann mit ihm Deutsch reden. Er kann auch ein bisschen Deutsch reden, oder? Ja. Er hat geile Sachen mitgebracht. Wir haben hier so richtig geile Wallerhölzer. Welche magst du mehr? Die Form oder diese hier? Das? Ja, diese ist besser. Konvex. Konvex und das ist konkav, right? Ja. Dann habe ich hier noch so ein paar Vertikalköder aus meiner alten Zeck-Zeit. Wir haben hier so ein bisschen Kevlar-Vorfach. Wir haben große Einzelhaken und ein paar Bleie. Glaubst du, wir werden den Wels fangen? Ja. Wir haben sehr gute Chancen. Wetter ist perfekt. Das ist so ein bisschen, Gewitter. Gewitterähnlich. Bisschen windig. Ja, ein bisschen windig. Es ist einfach so ein bisschen drückend und das lieben die Welse. Deswegen werden wir jetzt noch mal ganz kurz hier hinter uns in den Angelladen huschen, ein paar Würmer kaufen, Bellyboote aufblasen, genau an ihre Stelle vor dem Steg fahren, da wo sie wohnt, und wir werden uns diesen Wels holen. Let's go. Let's go. Ist es eine hübsche Frau gewesen eigentlich? Ich war nicht so nah dran, war ein bisschen weiter weg, aber wäre ja cool, wenn sie sieht, wie wir da angeln. Ja. Weil normalerweise, wenn du irgendwo angelst, wo jemand wohnt, alle sagen mal, aber sie, die wird happy sein, wenn wir da sind. Sie ist unser Freund. Ja, sie ist unsere Freundin. Unsere Freundin. Ja. Sie wird sagen, hey, cool, dass sie da angeln. Ja, für die große Welt. Ah, danke. Okay. So machen wir das. Let's go. Let's go. Eigentlich brauchen wir nur ein paar Würmer, aber... Ja, diese sind auch... Perfekt. Ein paar Haken brauchen wir noch. Ja, ja. Bleie, meintest du? Ja. Da vorne sind Bleie, oder? Ja. Die sind so diese sind perfekt. Ja? Ja, ja. 150 Gramm, so schwer? Ja. Auf dem Fluss brauche ich 250. Heute ist flaches Gewässer. Ja. Stehend. Diese sind gut. Die sind gut? Ja. Also 100 Gramm und 150 Gramm. Tauwürmer noch? Ja. Und Kevlar. Und Kevlar-Vorfach. Hier oben? Oder wir nehmen schon fertige Montage? Nein. Hier. Keine fertige Montage. Nein. Selfmade? Ja. Okay, also eigentlich wollten wir nur Würmer kaufen, aber ihr wisst ja, wie es im Angelladen ist. Man findet immer was man noch braucht. Ja. Deswegen ein paar Bleie, ein paar Haken und ein paar kleine Gummiperlen. Und jetzt kaufen wir uns die Tauwürmer und dann geht's ab ans Wasser. Leute, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so eine XXL-Packung kaufe. 48 Stück. 48. Wie viele machen wir auf den Haken drauf? 10. 10? Ja. Oh, perfekt. Ja, sieht gut aus. Ja. Märkischer Anglerhof. Alles bekommen? Alles bekommen. Kein sehr großer Laden, aber alles am Start gehabt, was wir brauchen. Ja. 48 Tauwürmer. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 48 Tauwürmer gekauft habe. Aber wenn was übrig bleibt, ist nicht so schlimm. Die kann ich meinem Schwarzbarsch geben, die Würmer, die übrig bleiben. Und wenn das dann immer noch nicht reicht für den Schwarzbarsch oder auch für den Wels heute, dann müssen wir ein paar Finger abschneiden und nehmen die. Ist ja ähnlich wie ein Tauwurm, ne? Danny hat sich gestern verletzt beim Hechtangeln. Guck mal, ein Finger ist weg. Das Video dazu findet ihr auf dem Kanal von Danny. Und checkt es auf jeden Fall mal ab, ist am Ende vom Video verlinkt. Leute, wir sind an der Stelle angekommen, wo wir reinsetzen. Da vorne geht's gleich rein. Erstmal Bellyboot aufpumpen. Danny ist auch ein Pumper. Und dann zeigen wir euch, was für ein Rig wir nutzen, um den Wels rauszuholen. Ich bin richtig hyped, ich bin so gespannt. Und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich sehe, dass unter meinen Flossen eventuell höchstwahrscheinlich ein Wels hochkommen wird. Ein Riesenwels! Ich habe ein bisschen Angst. 2 Meter! Ich habe ein bisschen Angst. Ja? Letzte Jahre, ich war angeln am Fluss, Plunking, und ich sehe auf meinen Fischfeinde ein großer Wels. Ja. Coming up. And then on my flipper, boom! I swear, no lie. Ich hatte es auch mal, da war ich Hechtangeln. I had it 2 times. Ich war Hechtangeln im April, oder nee, war Mai schon, Mai.
Und da habe ich vor Seerosen geangelt. Ja. Und das ist ja die Zeit, Laichzeit von den Welsen, wo die machen, ja, ne? Ja, sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Und ich bin da lang gefahren und dann habe ich auch in meiner Flosse auch einmal wuh, ja. Und dann in den Seerosenfeld so, pff, hast du gesehen, wie der Fisch in die Seerosen rein ist. Junge, ich habe meine Beine so hochgenommen. Ah, Mami! Groß gemacht, damit der Wind mich rausschiebt. Oh, ich hatte so Angst. Und das Wasser ganz trüb, wie hier. Ja. Ich habe wirklich Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Aber es ist sehr cool. Die große Wels mit die mit dem Bart Schnur. Ja. Schnurrbart. Schnurrbart. Ja. Ich bin wirklich richtig hyped, Leute. Ich habe wirklich richtig Bock. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Ich hoffe, es ist nicht alles für die Katze hier, dass er extra aus Holland kommt. Stellt euch mal vor, wir fangen gar keinen Scheiß. Die Bellies sind aufgepumpt. Ja. Wir sind auch aufgepumpt. Aufgepumpt. Genau. Jetzt sind wir auch aufgepumpt. Und jetzt werden wir die Welsroute montieren. Ja. Und das übernimmt Daniel. Also seid mal, hört mal ganz gespannt zu, wenn ihr auch mal einen Wels fangen wollt, weil jetzt wird euch gezeigt, wie. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ein Blei? Das ist ein Blei mit Schlauch. Rubber. Ja. Gummi. Gummi. Ach, Gummiüberzug. Ja. Warum? Die Welse, die haben die Schnurrbart und die ist gefühlig. Ja, Gefühl. Ja. Und, die fühlen deswegen magnetische Felder, ne? Ja, Metal, Metall. Und Gummi ja, ist besser. Mit Rubber ist das Beste. So, es ist simpel. Wir brauchen Kevlar-Schnur für die Zähne. Ja. Und die Zähne sind klein, aber sehr scharf. Und wir haben keinen Handschuh. Das macht nichts. Ich habe meine Hand. Ja? Ja. Hast du Angst? Nein. Nein. Hast du dich schon mal doll verletzt, wenn du einen so gehalten hast? Ja. Macht nichts. Tut schon weh, oder? Ist okay. Was würdest du sagen, was ist schlimmer, Hecht oder Wels? Hecht ist schärfer, ne? Vielmal schärfer und die Zähne sind große. Ja. Es ist vielleicht, wie heißt das, das Papier? Schleifpapier. Hm? Schleifpapier, ja. Und ja, wenn du ein großer Wels greifst, ja, greifst, dann hast du ja ein klein bisschen Aui auf deinen Fingers, aber es ist okay. Ich hatte schon mal ein 1,40 Meter beim Hechtangeln. Ihr könnt euch vielleicht an das Video erinnern. Da war ich auf jeden Fall sehr vorsichtig und die Zähne habe ich gemerkt, die waren bei 1,40 Meter war schon. Ja, die kleinen Welse sind scharfer. Ah, die großen sind stumpf? Ja, die kleinen sind ADAD. Die go crazy. Agiler. Hm? Agiler, ja. Und die großen sind, ja, groß. Träge. Schwer. Nee, schwer. Ja. Okay, zwei Einzelhaken. Ja. Aber welche die Größe sind stark, ja. Das ja. Ist 4-0. 4-0 und 5-0. Ja. Die kleine mit ein Uninot. Mhm. So. 1, 2, 3, 4, 5. Now spit on that thing. Perfekt. Wunderbar. Und diese Note geht nur stärker. Ja, der zieht sich fest. Ja. Knipp. So 40-50 cm. Mhm. Und dann die große. So, die Würmer, die gehen auf die große Hack und in Mitte von den Würmer und die hängen so runter. Unter. Und diese Hacke im Holland heißt das Hüfterhack. It's like the bastard hook. Ah, okay. And this hangs in between the worms. We put a worm on it as well. But yeah, it should be like this. Then we go like this. Oh. Okay, der wird da rumgewickelt. Ja. Und dann einmal nach oben gezogen und der ist dann fest, ja. Das ist alles. Der wird quasi nur so aufgedreht. Ja. Und dann die Blei. Übrigens, Leute, wer sich gefragt hat, warum wir blaue Schnur hatten, die hatte ich noch von meinen. Das Sustux vom Speeching ist das gleiche Material, nur in Blau, aber die sind sowieso blind, die sehen sowieso nichts, weil sie die spüren nur. Ja. Und deswegen ist die Farbe egal.
und dann vielleicht 25 oder 30 cm. Und dann mache ich ein Doppel-Uni-Knot. Aber wir haben Juli. Juni. Nun, jetzt haben wir Juli. Nein, es ist Juni. Letzten Monat kannst du Juni-Knoten machen. Jetzt musst du Juli-Knoten machen. Juli-Knoten. Ja, unser Freund Yoshi ist ein Comedian. Ein Scherzkeks. Ja. Okay. As simple as it gets. Einfacher geht's kaum. Fertig. Das war's, ja? Das ist alles. Einfach. Ja. Keine große Montage. Nein. Jetzt simple. Ziehst du den Knoten noch hier rein ein bisschen. Ja, aber das macht nichts. Jetzt fahren wir an den Spot. Ja. Machen die Würmer rauf. Und wir haben eine extra starke Rute. Ja. Wie viel Gramm Wurfgewicht hat die Rute? Es ist eine Catfish-Rute bis 300. Hier. Fulles. Yes! Ja. Ich möchte heute Wasserski fahren. Ja. Are you ready? Der LVS 34, Leute, ist auf Down Mode. Ihr wisst, was das heißt. Ich bin so pumped, wenn das Ding hier drauf erscheint. Wie groß? Groß. Ja? Ja. Größer wie uns? Nee. Doch. Größer als wir. mein Rekord im Süßwasser 1,40 Meter. Das ist ein machbar. Großer Fisch. Ein großer Fisch, aber machbar. Ja. Okay. So. Ready? Let's go. So Leute, auf dem Weg zum Spot machen wir noch ein paar Würfe auf Barsch. Denn die gibt es ja, wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, auch. Hier ist jetzt das Echolot im Down-Modus. Und ihr seht schon, hier sind auf jeden Fall ein paar Fische am Start. Das zeigt quasi direkt nach unten. Wir sind hier oben in der Mitte. Es zeigt nach unten, 3 oder 4 Meter nach rechts. Man kann es auch größer machen, den Kegel. Aber ich würde sagen, so 4 Meter ist in Ordnung. Ein bisschen noch die Sensibilität runterstellen und dann geht's los. Oh, ich bin aufgeregt. Leute, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Hier stand die Frau, hat mit mir geredet. Ah, gut zu wissen. Also der ist nicht scheu, der kommt wirklich, wenn man reingeht und stupst einen an. Und jetzt sind wir hier. Yep. Prepared. Wir sind vorbereitet. Jetzt kommen erstmal die Tauwürmer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Mhm. Das ist gut. Ist leer, deswegen hat er uns die geschenkt. Nein. Sind gute. Schöne Würmer. Schöne Würmer. Einmal in der Mitte? Ja. So. Na. Zack. 10 Stück? Ja, full. Voll machen. Ich helf dir. Das ist ein schöner. Ja. Wie groß deine... Ja, genau. Und richtig dünn. Kurz, aber dünn. Oh, schöne Schlangen. Boah. Gute Mambas hier. Ein ist genug. Oh, das sind richtig schöne Mambas hier. Noch ein kleiner. Einer nur noch? Ja, ein kleiner. So? Ja. Perfekt. Und der kommt auf den unteren Haken. Ja, und ich mache es. Ah, du fährst jetzt den darauf, okay. Ja. Ja. So, da ist kein Metall. So, zeig mal, wie sieht's aus. Boah. Guck mal im Wasser. Das ist leider sehr trüb, aber doch, man sieht schon was. Boah, perfekt. Was mache ich, wenn ich einen Biss habe? Ich soll anfangen, ja? Ein klein bisschen warten. Ja. Und die Welsen, die saugen auf deinen Wurm. Oh. Und auch die Männer. Oh. Nicht nur die Frau. Oh. Auch die Männer. So, du musst warten. Ja. Wann ist ein richtig starker Widerstand und Pull ist setted. Aber wann ist es selber als ein Barsch? Warte. Und dann
runtergehen. Okay. Ja. Wenn du zu schnell bist, weg. Und man alle hat auch eine Chance auch nur? Hm? Hat man nur eine Chance? Vielleicht. Okay. Und wer hat diese mitgenommen? Ein Wallerholz. Wallerholz. Warte, ich muss kurz meine Füße noch hochnehmen. Füße hoch. No, no, no. You go too fast with the wind. Ja. Der Weißfisch kommt. Der Weißfisch reagiert, ne? Wie oft? War es ein guter Rhythmus? Guck mal hier, ein ganzer Weißfisch. Eine Schule mit Welle. There it is. 2.5 meters. You see it? Yeah. I think the catfish will be in there. Mhm. In the tree. Wir können es davor probieren. Aber lass erstmal hier ein bisschen draußen, dann ein bisschen näher ranfahren. And then, if it doesn't work, we can say maybe the catfish went deeper and we go to the hole. Da hinten ist noch ein Loch. Da können wir es auch probieren, ja. Das ist echt richtig viel Weißfisch, der da. Ja. Der da rumsteht, ne? Der really interested. Wir wecken alle auf. Alle Mittagsschlaf machen, wecken wir auf. Boah, da kamen gerade so ein paar kleine Fische hintereinander und es sah aus wie ein großer. So, knapp über Wasser, nicht so tief. Und dann mit deinem Handgelenk. Wrist. Wrist? Handgelenk. Handgelenk? Ja, es ist von vorhin zu zurück machen. Ja. Es ist nicht easy. Try it. So hoch? Ja, and then more back there. Like knacken. You can also pull it back later. But really shallow. I think for you it's easier maybe with a shorter one. Leute, was sagt ihr? Wie hört sich's an? Scheiße, oder? Like hold it back already a little bit, like this, and then go. Try this one, shorter. Maybe it's easier. Ich kann's besser mit kurzen. Ja. Lang, aber dünn. Lang, aber dünn. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal. Good work. This one's crazy. Sorry. Entschuldigung. No! Help me, help me. Take the... Fuck! Oh no. Oh no, 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 no. Es tut mir leid. Okay, der erste Baum oder die Stelle, wo wir den am ehesten vermutet haben, hat jetzt noch nichts gebracht. Wir waren aber auch noch nicht so nah am Ufer dran. Aber auch zu viel Köderfisch. Ja. Er hat so viel Auswahl. Ja. Aber wir haben da hinten gerade noch einen Baum gespottet. Da probieren wir es auch mal ein bisschen näher am Baum. Vielleicht ist er tagsüber da so ein bisschen versteckt. Mhm. Und ja, dann probieren wir es einfach noch mal ein bisschen näher an der anderen Stelle. Und ich will auf jeden Fall auch noch mal einen Köder in den Baum segeln lassen, weil da sind Barschächte und Zander auch drin in dem Baum. Und wir können auch auf das tiefere Wasser probieren. Ja, wir können es auch noch mal ein bisschen tiefer probieren. Aber hier ist überall, guck mal, alles voll Baitfisch hier. So viel Baitfisch. Krass. Echt krass. Ich glaube, dass die Welse hier... Viel Auswahl, und viel Auswahl haben. Ja. Ich glaube, die Barsche sind schon ein bisschen dran. What? Ich glaube Barsche. You follow it. Ja. Guck mal. That's a fish. That's a catfish. Really? Yeah. Da habt ihr was gesehen, Leute. Gerade eben, ne? Yeah. Da kam was hier hoch. Da. Yeah. Is that the one? Ja. Yeah. Look, yeah, look, look! Yeah, yeah, catfish! Okay, move your worms a little bit. Da ist einer, Leute. Oh, there was a one. It's not big, there's like a meter. 3 Meter in die Richtung, 3 Meter.
Back. Oh, it's a big one, like 150. You move the worms, around the worms. Yeah. He's coming. What the fuck? Go down a little bit. You can hang it close to his face. Dude, we saw it. Yeah, we saw the big fish. Yeah, there were. Oh. Leute, ich bin so aufgeregt, oder? Da ist er. What the fuck, dude? Maybe this is the one. He was really checking. Ja, ja. That's so crazy. Man hat direkt gesehen, das war ein Wels. Ja, 100%. Man hat genau die Form gesehen. 1,20 Meter, 1,30 Meter. Ja. Wow. Leute, ich habe gerade so schlottrige Knie gehabt. Vielleicht gehen wir gleich nochmal ein Stück zurück. Ja, ja. Ja? Lass einmal angucken hier. Okay, sieht alles gut aus, ne? Willst du noch einen frischen rauf machen? Ja? Okay. Krass, wir hatten wirklich den ersten Steiger. Ja. Schade, dass der nicht gebissen hat, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Feier ich sehr. Ich war so angespannt wie selten beim Süßwasserangeln. Jetzt werden wir allerdings nochmal an den Baum fahren, der da daneben ist. Und werden da versuchen, erstmal kurz einen Barsch, Hecht oder Zander zu fangen mit Kunstköder. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann arbeiten wir da mit dem Wallerholz, weil ich glaube, Zander und so, vielleicht erschrecken die sich davor. Bisschen zu laut. Bisschen zu laut. Deswegen erstmal an den Baum fahren, bisschen Spinnfischen, gucken, ob wir uns mit einem Barsch, Zander oder Hecht entschneidern können. Und dann angeln wir in diesem großen Baum da hinten nochmal auf Wels und dann fahren wir tief. Ja. Also wir haben einen guten Plan. Guten Plan. Und jetzt erstmal entschneidern. Okay Leute, hier ist der Baum der Begierde. Ich werde jetzt erstmal hier so einen kleinen Wurm reinhauen. Und dann werden wir hier auf Waller klopfen. Und den werde ich, ich habe den jetzt an den Chebu gehangen. Und den kann man wirklich richtig geil in das Gehölz machen, weil ich habe die Hakenspitze im Köder versenkt. Boah, guckt euch mal, wie viel Futterfisch hier ist. Wahnsinn. Es ist full of Baitfisch hier. Dann schön in den Baum reintunken. Rein in die Olga. Niemand zu Hause. Ich habe leider auch meine Skirted Jigs vergessen. Die waren hier immer am besten. Aber wenn sie da sind und Bock haben, beißen sie auch auf was anderes. Aber noch kein Biss. Hold your arm straight and then just drag it like this. Just put it on the surface. And straight. I think that's easier with the big one. Getting better. And you will lure a fish with this. Maybe this one was easier. My whole belly boat is shaking. This one's so crazy. What the fuck? Ooh, big one! 2 meter fish, no joke. Ooh, Leute. He's coming. He's under your worms? Yeah. Fuck. Whoa, fuck. What? 2 meter fish? Oh my god, it's in front of the house. Oh, a second one. He's coming back. You wiggle the worms a little bit. You move them. Oh, fuck. Whoa, it's a 2 meter fish. He's still there. He's coming. Just move the worms like this. Where are they? They are there. Oh, it's underneath it. Oh, my heart is pounding. There was a 2 meter fish, dude. Ooh, no joke. What the fuck? We were just playing. Maybe you lured it with your... Oh, fuck. What the fuck? 2 meter fish in front of the house. There it is. He's coming. Yeah. It's there. It's underneath you. It's close to the worms. Yep, it's close to the worms. It's directly at the worms. It's directly. Move. Fuck. He went down. Kannst du dich erinnern, dass du gesagt hast, es ist Quatsch, dass hier einer ist? Du hast gesagt, das ist eine Story.
Ich war ein riesen Wels gerade, Leute, ihr habt es gesehen. Zwei Meter. Zwei Meter, vielleicht. Fuck. Bis 1,70 und 2 Meter. Dazwischen. Ja, da war zwei. Zwei Kästchen, ja. Ja. Oh, fuck. Wir haben nur gespielt, Leute. Ich hab, ihr habt es gesehen, ich habe probiert. Ich habe nicht geübt. Fuck. Und er hat gehört, das sind die Klunks vom Yoshi. Ich muss mal gucken. Okay, there he goes. Move it a little bit. Move a little bit. Yeah. Okay, don't move now. Down, down. Oh, now it's coming again. There were two catfish. Yeah, still there. Okay. Really small ones. Like 50s or 60s, right? Yeah. Yeah, coming. Don't move, don't move, don't move. Leute, hier sind zwei kleine Welse dran. Jetzt kann man gehen. No! You should have waited. You smacked immediately. All the worms gone. I told you! Ah! But I was gesagt. Du musst warten. But he didn't fail the hook. Is he biting again? Where are your worms? Beat them up! I'm a tear. Ich hab voll angehauen aus Reflex. It was like Reflex. But it was. Fuck. Nächstes Mal gib mir die Route. Scheiße. War ein kleiner Fisch. Ja, aber das geht nicht. War nicht so schlimm. Da war ein Wels. Ja? Das war, ja, 100%. Scheiße. Komm, wir machen okay, neu ran. Nochmal. Aber nächstes Mal warten. Okay. Die Wels, wann die. Diese. Genau, schöne Wurmen habt geprüft. Er kommt zurück und er. Glaubst du, er beißt nochmal? Ja, vielleicht. Er nicht? Oder? Vielleicht. Ja. Oh. How many catfishes in here? Yes. Oh, it's there. Ja? Ja, you got it. He tastes it. You'll take it again. You'll take it again. Saw the tap on your rope. You'll take it again. I felt it. 100%, I saw it. I felt it, yeah. But I didn't set the hook. But are the worms still on? Yeah. Oh, it's coming. Yeah. He's taking it. Hmm. Three of them, come on. What the fuck, why? Why are they not taking it? He's looking up now. Like this. Wait, just hold it there. Come on. Really curious how big they are. About 50, 60? How small are they? Yeah, really small. Aber einer würde mir ja schon reichen. Einen Wels müssen wir fangen, Daniel. Yeah. Einer muss heute. Komm. Yeah, yeah. Again. Got a hit? No, but again on the lure. Oh, Leute. Es ist so scheiße spannend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, erst der große Fisch von ungefähr 1,70. Dann gerade eben direkt vor diesem Grundstück, wo sie gesagt hat, dass da der Wels rumschwimmt. Ein fetter 2 Meter Fisch. Wir fahren jetzt nochmal an eine ganz tiefe Stelle, weil Daniel meinte so, wenn du tiefes Wasser hast, ist es deutlich einfacher, die zu fangen als im flachen Wasser. Da sieht man natürlich auch einen viel größeren Kegel auf dem Scope. Ich bin krass gespannt. Ich will ja eigentlich nicht gehen, bevor wir nicht so einen Wels fangen. Und der eine ist mir eigentlich auch zu groß. Also wir probieren es bestimmt nachher nochmal. Ist ja direkt da, wo wir eingesetzt sind. Es ist scheiße spannend. Attacke. Killing Attack. Ja. Es ist zu krass. Was machst du? Ah, ich habe ein klein bisschen Schmatze gefunden auf dein Auto. Uff. Smells good. Kann nicht doll genug stinken, oder? Nein. Er ist zwar kurz und dünn, aber er stinkt. Wow. Na Leute, womit man Holländer zum Lachen bringen kann. Perchy Perch. Ein Riesenbarsch. Ein Riese. Ein Riese. Rein. Und ich habe auch einen. Oh, nice. Ja, wenigstens mal in Schneidern. Die ersten Fische des Tages fangen leider ein bisschen klein. Aber ich habe hier auch schon große gefangen mit Chatterbait. Ja? Ja. Wie groß? 38 letztes Mal. Oh, das ist schön. Das ist ein schöner Fisch.
Topwater Perch vor Daniel. Jawohl, Junge. Riese. Big is my lure. Petri, just 10 more minutes catching like 3. Oh my god. That was nice. Direkt beim Rausziehen hat er sich nochmal den Twitchbait like geschnappt. Figure 8 dann. Kleiner Barsch. Oh, look, he has a. Like from a cormorant. Fish. Fishy, fishy, fish. Drop by Tungsten. Das Ding ist cheaten, Leute. Sage ich, wie es ist. Das Ding ist cheaten. Damit fängt man immer Barsche. 7 Gramm Headlight, gib ihm. Es regnet, die Erde. Banner wurde nass. Jetzt erstmal Päuschen. Pause machen. Ja. Es regnet, die Pannetjes wurden nass. I don't know the rest. What are you doing? Yogurt. But I didn't don't have a spoon. What? I don't understand. I've got a Nuffel. You want some? No, no, thank you. You sure? No, no, come on. Thanks. No, no, no. Think about it. You guys want some? Here you go. Da ist er. What? Ist er das? Guck mal, wer da kommt, Leute. Na, mein Lieber? Hey, Männer. Alles gut? Alles gut. So, sag mal, hast du mir wieder mal einen Gefallen zu? Hängst du wieder? Hier hinten. Na klar. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir gerade versuchen. Nee. Einen Wels wollen wir fangen. Den ganz großen haben hier? Ja. Wir haben ihn schon gesehen. Da wirst du in dein Billyboot absaufen. Ach Quatsch. Arrivo. Arrivo, ich werde nicht absaufen. Kick mal hier. 10 Tauwürmer. Und das hämmer ich dem um die Ohren noch. Was ist denn das? Tauwürmer. Ach, Tauwürmer. Hier, kick mal. Kick das mal an. Du kannst ja was leisten, du. Die Dinger, die kosten was kosten 10er-Pack heutzutage? 50 Stück, 11 Euro. 50 Stück, 11 Euro. Kann ich mir als Rentner nicht leisten. Brauchst du ein paar? Komm, also, kannst du dir nicht leisten. Kick dir mal die Hütte an hier. Ja, kick dir die Hütte an. Da hast du jetzt aber eine andere Route hier. Ja, die andere, die ist kaputt gebrochen. Was hast du gesagt für das Ding? Flitsche. Ja. Die ist kaputt gebrochen? Hast du was gefangen mit dem Köder, den ich dir gegeben hatte? Nee. Nee? Den Köder, der ist da dran jetzt, an der. Ah, okay. Kick mal hier, ganzen ja. Baum hast du rausgezogen, Bernd. Du, letztes Mal habe ich dir gesagt, Mauersterne. Ja. Jetzt hast du hier einen halben Wald dran, du. Boah, da hängt aber noch was dran. Oh. Aber da kommt noch was, ne? Ja, da ist noch was. Aber mit der kannst du weiter werfen, wa? So, ich wüsste es ja nie. Wie gesagt, ich hab da keine Ahnung davon. Ach, komm. Weißt du, was der beste Köder ist? Zeit. Zeit ist der beste Köder. Jetzt haben wir einen. So, dann habe ich genug davon. Kick mal. 1A, Bingo. Sag nicht, da hat was gebissen. Nee, nee. Aber... Abgerissen, wa? Nee, nee, ist noch dran, hier. Aber der Haken ist ein bisschen aufgebogen. Willst du die mal ganz kurz, soll ich die mal einmal abspülen? Hier ist so viel Sand dran. Ja, das kannst du ja machen. Bisschen Getriebesand ist nicht so gut. Der Fernseher, der hat vorhin hat er mir den Wels gezeigt. Du. Der war drauf, der stand schon unterm Boot. Nee, also doch. Ich hab ihn schon gesehen, ein Riesenteil. Da hinten in der Ecke. Also ich sage dir, der muss echt gewaltig sein. Der ist ja, gewaltig. Ich habe ja vor 2 Jahren... Ja, jetzt hast du, wenn du mal einen abreißt, hast du mal einen zweiten mehr, lieber. Dankeschön. Nicht dafür. Ich habe vor 2 Jahren... Ja, vor 2 Jahren habe ich hier einen Wels gefangen. Echt, ja? 1,72. Boah, wirklich? 35 Kilo. Wirklich? Ja. Soll ich die Bilder zeigen? Nee, glaube ich dir schon. Habt Handy da. Ja, wirklich wahr. Auf Wurm oder mit Köderfisch? Ach, das ist ja das Kuriose. Das glaubt ja keine Sau. Auf Teig. Erstmal habe ich ihn zu einer Zeit gefangen, was eigentlich ungewöhnlich ist. Nachmittag um 2 Uhr. Ja. Nachmittag um 2 Uhr. Ich angle prinzipiell nur auf Mais. Ja. Nur auf Friedfisch. Ja. Bin auf Karpfen gegangen, ja. Und weiß der Wels. Hier vorne. Also wie gesagt, hier soll so eine Renne sein und hier sind auch liegen die großen Fische so. Oder auch speziell der Wels.
Ja, wenn die eine schöne Kuhle haben, dann legen sie sich da rein. Ich dachte ja, wenn der das Video sieht, die kam hier eine Dreiviertelstunde. Stand sie hier. Frau kam zu, die sagt, die hat das Video dann aufgenommen unterwegs. Die sagt, so eine Riesenschnecke habe ich noch nie gesehen. Ich kann nur den Schädel oben. Echt? Ja. Geil. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal, wa? Petri, hi. Petri, dank. Yoshi. Yoshi, hallo. Wenn du nächstes Mal kommst, wenn das versprochene Bier ist bei dir. Ah, nächste Woche. Ja, machen wir nächstes Mal, wenn schönes Wetter ist. Da schmeckt es dann doppelt so gut. Der Regen lässt irgendwie nicht nach. Aber Bank getroffen. Tag gerettet. Wir werden jetzt nochmal nebenbei eine kleine Route fertig machen. Weil wir ja vorhin auch ein paar kleinere Wälse auf dem Scope gesehen haben. Und dafür machen wir jetzt einfach ein dickes Fluor und 14 Gramm Bullet Weight. Und ja, so einen kleinen Einzelhaken ran. An die 28 Gramm Barschroute. Da ist jeder Fisch Spaß. Mal gucken, ob wir die vielleicht damit kriegen. Das wäre natürlich mega geil. Ich werde einfach nur irgendeinen Fisch auf dieses ganze Gebamsel hier fangen. Also drückt weiter in die Daumen, Leute. Grande Finale kommt. Hoffentlich. Leute, wir klopfen hier Baum für Baum ab auf der Suche nach unserem Wels. Ich vermute, in dem hier werden wir vielleicht einen sehen. Ich habe hier ein gutes Gefühl bei dem Baum. Wow. Wo ist der behind? Ja. You saw that? Ja. It was a fish, I'm pretty sure. Yeah, it was looking like a carp. You want one of those? They're fucking amazing. That was good. Yeah, that was one. Yeah. It's the one. The fucker. Oh. There's a fucker coming. Two. One or two. Oh, he went run away. I think that was a carp. Yeah? Yeah. Wir wollen noch mal einen aufs Echo kriegen hier, komm. Spuck uns noch mal einen aus, Digga. Daddy. More on the right. Yeah, this is catfish. That's catfish. 100% catfish. Two of them. Put your worms down. Six meters behind. No, it's going away. 7 meters. Give a clonk, maybe it's coming back. Huh? Yeah, it's coming back. It's coming back. It's close. Let's turn a little bit. It's behind us. Let's go over it. Yeah, we have to turn like this. Now it's underneath. It's 3 meters behind. There's worms. Fish is there. Yeah, coming. 3 meters. So. There's two of them. Yeah, there's one and here's one. Oh, there's a big one. What direction? Behind us? This. Yeah, let's go there. Boah. Leute, das ist ein richtig großer. Guckt euch das mal an hier. Das sind 2 Meter. There it is. It's really big. Float plus now. Not that fast? I hope it's no carp. But it's, yeah, you see in the end. Ich glaube, es macht keinen Sinn, der schwimmt so schnell weg. Puh. Wir haben ihn da am Baum, haben ihn gerade das erste Mal drauf gehabt. Jetzt sind wir die ganze Zeit hinterher geschwommen, aber... Oh, what's that? Yeah, there's one. Put your worms down. The worms are not in, he's not gonna... He's coming. There he's coming. Da kommt der Leute. Yeah, he's coming. He's there. Yeah. You reacted on this clonk really well. Your worms are too high. I think he's gone. Swimming away again? Okay, follow it. 5 meter. Boah, der schwimmt so schnell. 2 meter. Ja, warte. Stopp. Fish, man. Da schwimmt er, Leute. Man sieht genau hinten die Schwanzflosse, wie sie sich bewegt. Seht ihr das? Den Flossensaum.
Kopf ist da, Schwanz ist da. Wir sind 4 Meter entfernt. Was war passiert? Er hat angehalten und ich habe ihn das direkt vor die Nase gehalten. Er hat auch kurz so ein bisschen dran genuckelt, aber er hat es nicht komplett genommen. Underneath you. Just hold it still if you get seven, it. 7 meters there. Swimming again. Fucking bastard, he's playing with us. He had it in his mouth. Der hat schon gebissen, Leute. Der war schon dran. Kann doch nicht wahr sein, ey. Was geht da lang? Er hat mich jetzt hier, glaube ich, schon einen halben Kilometer fahren lassen. Das ist echt hart, Leute. Es ist echt hart. Wir geben alles, um euch hier heute noch ein Wels zu zeigen. Wir wollen es uns selbst natürlich auch zeigen. Aber das Ding ist gerade so schnell weggeschwommen, aber er hat ihn kurz berührt. Der hat ihn, ich habe es gemerkt, der hat ganz leicht so dran, ich habe so an der Rutenspitze so und dann ist er weggeschwommen. Weitermachen. Halbe Stunde noch. Wir sind nochmal hierher gefahren. Ich glaube, 4. oder 5. Mal jetzt an die Stelle, wo wir den Großen gesehen haben. Ich würde sagen, wir fahren mal nah ran. Ja. Wir waren immer ein bisschen tiefer probiert. Vielleicht ist er ganz nah am Ufer. Kann sein. Zum Glück kann ich die Folge hochladen, weil ihr wisst, es gibt keine Yoshinata-Folge ohne Fisch. Aber wir haben ja ein paar Barsche gezogen. War schön. Aber ich glaube, es war trotzdem auch bis jetzt schon sehr interessant für euch. Ja. Und eine coole Folge. Mir hat es mega Spaß gemacht. Die letzten Minuten. Aber schönes Sushi im Abend. Ja, heute gibt's Sushi. Danny hat nämlich Thunfisch mitgebracht. Wenn ihr also noch ein kleines Catch and Cook sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Das filmen wir auch noch. Es kommt auch noch mit ins Video rein. Cool. Leute, ihr wisst doch, wie dumm ich mich vorhin angestellt habe. Mittlerweile geht besser. It's really loud. Fully loud. Hold it like this already and then just straight. Like this? Yeah. And then they just drag it. Yeah, like this. You feel like a dunk. Yeah. Yeah, it's better. My arm is almost falling off. Like a popper. Es macht echt Spaß, Leute, aber nicht den ganzen Tag. Ohne wirklich großen Erfolg. Shit, man. Es war schwierig. 2 Bissen? Ja, ganz leichte Bisse. Ah, die erste war der erste ein war schon, guter ja. Biss, aber ja. Er war zu früh und zu stark. Wir packen die Ruten ein, Leute. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Da gibt es, wie gesagt, noch ein kleines Catch and Cook. Ja. Daniel hat nämlich was richtig, richtig Geiles mitgebracht. Könnt ihr auch ganz easy zu Hause nachmachen. Ihr braucht nicht viel und es schmeckt verdammt gut. Deswegen an alle, die das sehen wollen, bleibt doch einfach dran. Herzlich willkommen zu Daniels Kochstudio. Hallo. Hallo, ich bin Yoshi. Und du? Ich bin Daniel. Super. Und jetzt mache ich ein schönes Mahlzeit. Lecker Schmeckle. Sag so, mal her, was hast du da Schönes mitgebracht? Ich habe ein spezieller Thunfisch mitgenommen auf Spanien. Blauflossen-Thunfisch. Normal kannst du diese nicht mitnehmen, aber eine Woche pro Jahr ist das möglich. Und wir haben es gemacht. Ihr kennt meine Videos, ich habe auch schon ein paar Mal welche mitgenommen. Dieses Jahr war ich nicht da, ich habe es zeitlich nicht geschafft, aber Daniel war dieses Jahr da. Ja. Also wenn ich so sehe, was hier so rumsteht, ja, da kann nicht viel schief gehen. Ich mach etwas Spezielles, aber es ist sehr easy. Lecker. Einfach. Ja, sehr lecker. Ganz einfach. Der Name von der Dish ist Tuna Tataki. Tataki, Taki, Taki, Taki Rumba. Very easy, very easy. So, I start with cutting a shallot. You have to speak German. Schalotte. Eine Schalotte geht im Wasser. Schalotte, baden. Baden. Schalotte geht baden. Okay. Ja. What's next? Und dann, wir machen die Soße. Es ist Soy Sauce. Sojasauce. Es ist 50-50 Soy Sauce und diese. Weiße Weinessig. Ja. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, 1,5
Orange. Saft von der Orange. Saft von einer Orange. Saft geht in. Und dann ein roter Pfeffer. Auch da rein? Auch da rein. Knoblauch. 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 Und ein klein bisschen Sesamöl. Jo. Probiere ich es. Oh. Ist gut. Sehr gut. Ja. It's gonna be good. Good soup. Good soup. Good soup. Now we need hot pan. Heiße Pfanne. Heiße Pfanne. Was ist das? Öl, Rapsöl. Rein damit. Wie lange? 30 Sekunden. Pro Seite? Ja. Mmh. Oh, it's gonna be so good. Sieht aus wie gebackene Ente. Ja. Ja, ein klein bisschen Soße auf ein Teller. Und dann die Tuna da auf. Und dann. Und dann. Ein bisschen von diesem. Schnittlauch. Schnittlauch. Das sieht lecker aus. Lecker, lecker. Seesalz. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Sesam. Hörst du auch auf oder geht's immer weiter? Weiter. Immer weiter. Und ein bisschen Reis. Nur für die Farbe. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Sieht lecker aus. Ja. Boah. Boah. Das hast du gut gemacht. Danke. Und du musstest nur jetzt gut essen. Probieren. Probieren, ja. Ich mach das gut. Du frischt es gut. Ich bin gespannt. Zeig mal her. Ein schön langes Stück jetzt. Ein ganz großes Stück. Ich hab's vermisst. Ja. Hm. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich wieder hinfahren und mir auch wieder welchen holen. Hm. So zart und weich. Traumhaft. Leute, das werden wir jetzt verputzen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn der Wels nicht gekommen ist. Sagt niemals nie, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich werde ihn mir holen. Und ich werde dieses Jahr noch einen Wels fangen. Und ihr werdet dabei sein. Verspreche ich euch. Ich werde dieses Jahr noch einen Wels fangen. Ob das mit Daniel ist, ob das mit Felix ist oder mit Maxi oder weiß ich wem, keine Ahnung. Aber ich habe da noch eine ganz große Rechnung offen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich glaube, es war sehr informativ trotzdem für euch. Ich habe auch sehr, sehr viel dazugelernt. Wir haben riesige Fische gesehen. Mir ist das Herz wirklich fast in die Hose, in die Warthose gerutscht. Und ja, vielen Dank an dich. Bitte sehr. Danke, dass du heute mein Fishing Guide warst, mir so ein bisschen die Welt des Welsangelns gezeigt hast. Hat Spaß gemacht, wir hatten zwei richtig geile Tage. Ja. Wir werden jetzt hier unser Abendbrot essen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt alles wie immer unten in der Videobeschreibung ab, auch Daniels Kanal und ihr findet dort auch das Video, was wir zusammen gedreht haben und zwar gestern, da waren wir nämlich Hechtangeln. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Guten Appetit. Danke fürs Kochen, danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao.